Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Am 31. Juli feiern wir als Musliminnen und Muslime auf der ganzen Welt das islamische Kurbanfest. Im Kurbanfest versuchen wir mit unseren Kurbangaben, mit unseren Spenden, uns zu unserem Gott zu nähern, aber auch zu seinen Geschöpfen. In diesem Sinne organisieren wir als Berliner Musliminnen und Muslime seit Jahren unsere Hilfsaktion für die hilfsbedürftigen Menschen in Zentralafrika. Wegen der Corona-Pandemie konnten wir leider nicht nach Zentralafrika fliegen, aber durch die Organisatoren, die uns lokal in Zentralafrika unterstützen, konnten wir auch dieses Jahr die Hilfsaktion erfolgreich durchführen. Und es ist auch uns gelungen, dass die Spenden nicht nur von den muslimischen Freundinnen und Freunden, sondern auch von den nicht-muslimischen Freundinnen und Freunden gekommen sind. Wir bedanken uns herzlich dafür. Wie verehrte Imam Ali sagte, die Muslime sind unsere Geschwister im Glauben. Aber die Menschen sind unsere Geschwister im Menschsein. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein friedliches, besinnliches und ein gesegnetes Kurbanfest.